Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Montag, der 11. April 2022 und es ist der 47. Tag in Putins Krieg. Seit einigen Wochen nun kann man Berichte über Russinnen und Russen lesen, die ihr Heimatland verlassen. Und allein mindestens 30.000 von ihnen verließen Russland in Richtung Georgien. Warum gerade Georgien? Weil man für die Einreise von Russland aus bisher kein Visum braucht. Und Georgien wiederum durch eine gemeinsame Grenze mit der Türkei verbunden ist. Insofern also eine mittelbare Verbindung nach Europa besteht. Im georgischen Exil treffen die Menschen aus Russland allerdings auf eine besondere Situation. Denn das Land hat nach dem Zerfall der Sowjetunion eine ähnliche Geschichte durchlebt wie die Ukraine. Hat sich auch 1991 für unabhängig erklärt. Und auch in Georgien gibt es autonome Gebiete, die von Russland unterstützt separatistische Ansprüche anmelden. Abchasien und Südossetien zum Beispiel zeigten diese Tendenzen schon kurz nach der Unabhängigkeit und 2008 gipfelten die Konflikte in einem Krieg zwischen Georgien auf der einen und Russland sowie Südossetien auf der anderen Seite. Heute sind immer noch russische Streitkräfte in Abchasien und Südossetien stationiert. Meine Kollegin Alexandra Roykov ist in die georgische Hauptstadt Tiflis gereist, um mit den Menschen zu sprechen, die freiwillig ihr Heimatland Russland verlassen, um in Georgien ein neues Leben zu beginnen. Kurz nach ihrer Rückkehr konnte ich mit ihr sprechen. Alexandra, um in die Folge vielleicht ein bisschen sanft reinzukommen, kannst du mir erklären, wie man momentan von Berlin nach Georgien kommt? Na, ich glaube gar nicht anders, als man auch sonst von Berlin nach Georgien kommt. Man fliegt. Es ist nicht so weit weg, aber der Flug ist, glaube ich, immer schon sehr umständlich gewesen und auch jetzt gerade sehr umständlich. Ich bin ich glaube München oder was, Istanbul, ich weiß es schon gar nicht mehr, geflogen. Jedenfalls irgendwie im Dreieck und war dann so 9 Stunden unterwegs und dann landet man irgendwann in Tiflis. Es ist nicht anders als vor dem Krieg, da hat sich nichts geändert. Warst du schon mal in Georgien vorher? Georgien ist tatsächlich eines meiner liebsten Reiseländer. Ich glaube, wenn ich mich für eins auf der ganzen Welt entscheiden müsste, dann wäre es Georgien. Wow. Ja, es ist ein ganz tolles Land, weil es so ganz viel gar nicht kleinem Raum, aber in einem Land versammelt. Also Georgien hat eine sehr schöne Hauptstadt, Tiflis, die auch so ganz außergewöhnlich ist für eine Hauptstadt, weil sie manchmal wirkt wie so ein Dorf. Es gibt so ganz hübsche, pittoreske Holzhäuser und es sieht alles so ein bisschen shabby aus. Ich glaube, so muss Berlin sich in den, 80er Jahren oder Anfang der 90er angefühlt haben. Und gleichzeitig hat Georgien aber auch ganz tolle Berge und ich war da, bin da mal so von Dorf zu Dorf gewandert ein paar Tage und das ist echt alles wunderschön und auch ein Land, wo ich immer wieder hinfahren würde. Leider habe ich jetzt von den Bergen dieses Mal nicht so viel gesehen, weil ich ja beruflich da war. Aber ich fahre auf jeden Fall nochmal hin, habe ich mir direkt wieder vorgenommen beim Landeanflug. Was war dein Auftrag? Also ich war ja für den Spiegel 3 Wochen in der Ukraine im Februar und März und habe da den Beginn des Krieges begleitet und auch wie sich dieser Krieg so entwickelte. Und dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen und hatte so eine Woche frei. Und dann rief mich einer meiner Ressortleiter an und fragte, ob ich nicht nach Georgien fliegen würde, weil, so erzählte er es, unglaublich viele Russinnen und Russen dorthin, ich weiß nicht, ob man geflohen sagen kann, aber zumindest dorthin gefahren sind nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Und ich hatte das so am Rande mitbekommen, habe ich aber dann nochmal eingelesen. Und es ist tatsächlich so, dass 30.000 Menschen aus Russland seit dem 24. Februar in Georgien gelandet sind. Und ein großer Teil ist auch immer noch dort. Und ich habe mich eben gefragt, oder auch mein Ressortleiter hat sich gefragt, warum fahren da so viele Russinnen und Russen gerade hin? Ist das eine Flucht? Verlassen die ihr Heimatland, weil sie mit dem Krieg nicht einverstanden sind, weil sie Angst haben, weil sie, ich weiß nicht, aus irgendwelchen anderen Gründen, aber wieso fahren so viele Russen da jetzt hin? Während dieser Zeit sind 10-mal so viele Russen wie üblich nach Georgien gekommen. Sie werden misstrauisch beäugt. Man fragt sich, ob es sich um echte Flüchtlinge handelt oder ob sie politisch von Russland vertrieben wurden und ihr Unternehmen retten wollen. Oder ob es sich um sogenannte subversive Elemente handelt, die aus ganz speziellen Gründen in Georgien sind. Und dann habe ich versucht, einige Russen dort zu finden und mit denen darüber zu sprechen, warum die gerade in Georgien sind und auch der Großteil meiner Gesprächspartner dort bleiben will. War das schwer, dort russische Menschen im Exil in Tiflis zu finden?
Also ich dachte, dass es sehr schwer werden würde. Generell ist es für Reporter wirklich nicht so leicht, Interviewpartner zu finden, die aus politischen Gründen ihre Heimat verlassen haben, weil die oft noch Familie in ihrem Geburtsland haben, um die sie sich sorgen, weil sie oft Angst haben, dass irgendein Geheimdienst ihnen was antun könnte, wenn sie quasi sich in der Presse negativ äußern über ihr Heimatland. Und ich habe entsprechend auch gedacht, es würde sehr schwer werden, Russen zu finden, die mit mir darüber reden würden, warum sie ihre Heimat verlassen haben. Vor allem mit Klarnamen. Das war so meine Befürchtung. Also ich dachte, man findet bestimmt irgendwen, aber die Person will dann garantiert anonym bleiben. Und es ist was Erstaunliches passiert, nämlich dass ganz viele sich gemeldet haben und gesagt haben, ich möchte mit dir reden und ich habe auch nichts dagegen, wenn du meinen Namen schreibst. Das war ganz außergewöhnlich und ist mir, glaube ich, in der Form auch noch nie passiert. Und meine Erklärung dafür, oder was heißt meine Erklärung, aber ich habe die Menschen dann eben gefragt, auch oft, so wie, warum macht ihr das? Ihr habt doch gar nichts davon, mit mir zu sprechen. Und viele sagten, also um das Ende quasi vorwegzunehmen, viele Russen sind tatsächlich auch, haben ihr Heimatland verlassen, weil sie mit diesem Krieg nicht einverstanden sind. Und eine Gesprächspartnerin sagte mir eben ganz deutlich, ich möchte, dass die Welt das weiß, dass ganz viele Menschen aus Russland das, was in der Ukraine passiert, nicht richtig finden. Und deshalb rede ich mit dir. Was war das für eine Frau, von der du gerade gesprochen hast? Ja, also bei mir haben sich, ich glaube, wirklich fast ein Dutzend Personen gemeldet, die bereit wären gewesen, mit mir zu sprechen. Und ich habe dann so ein paar exemplarisch rausgesucht, die ich nicht nur interessant fand, sondern bei denen ich auch das Gefühl hatte, dass ja man an denen, glaube ich, gut Dinge erzählen kann. Und die Frau, von der das Zitat stammt, also sie möchte, dass die Welt quasi weiß, dass nicht alle Russen diesen Krieg unterstützen. Sie heißt Alla Savina, ist auch quasi die Hauptprotagonistin in meinem Artikel, der jetzt im Spiegel erschienen ist. Sie ist 40 Jahre alt und hat in Moskau als Kostümbilderin gearbeitet. Also sie ist diejenige, die im Kino oder in irgendwelchen Serien Menschen schön anzieht und ist jetzt nicht keine Oppositionelle oder eine politische Dissidentin, sondern jemand, der Putins Politik nicht gut fand und auch dagegen demonstriert hat, aber sie saß jetzt noch nie im Gefängnis, sie wurde noch nie verhaftet und ist eigentlich auch eher jemand, der schon politisch ist, aber sie jetzt nicht sein Leben mit Politik füllt. Und sie hat mir aber erzählt, dass sie, als dieser Krieg losging, so empört war über das, was in der Ukraine passiert und das so, wirklich, sie sagte, menschenverachtend fand, dass sie beschlossen hat, ich möchte in Russland nicht mehr bleiben. Also ich will die Politik dieses Landes nicht mehr unterstützen. Ich will nicht, dass dieser Staat meine Steuern kriegt. Ich will nicht mal durch meine Anwesenheit quasi eine Zustimmung zu diesem Krieg geben. Und dann hat sie Russland verlassen und hat mich in Georgien getroffen. Ich habe sie am Flughafen abgeholt und die ersten Tage mit ihr verbracht. Das ist so ein Beispiel der Menschen, die ich in Georgien gesprochen habe. Und ich, Alla Savina ist aber auch exemplarisch, weil ich das Gefühl hatte, ganz viele der Leute, die jetzt in Georgien gelandet sind, der Russinnen und Russen, das sind wirklich nicht die, die quasi sich seit Jahrzehnten in der Politik engagieren in Russland. Die quasi, die so richtig politisch sind, die sind, glaube ich, inzwischen einfach alle schon weg oder zumindest irgendwie mundtot gemacht worden. Sondern da flieht jetzt so ein Teil der Bevölkerung, der sich für Politik interessiert hat und der immer dagegen war und der, ich weiß nicht, kritische Facebook-Posts geschrieben hat und jetzt auch nicht mit seiner Meinung hinterm Berg gehalten hat. Aber das sind nicht die Menschen, die jeden Tag auf die Straße gegangen sind und die aber jetzt auch merken, selbst für uns ist in diesem Land einfach kein Platz mehr. Mein erster Gedanke, als ich deinen Bericht gelesen habe, Alexandra, war, wie entschlossen muss man sein, um einen solchen Schritt zu wagen, so einen endgültigen? Ne? Wie endgültig muss auch das eigene Urteil über unhaltbare Zustände in der eigenen Heimat sein, dass man so etwas macht? Ja, das fand ich auch, das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil man ja bedenken muss, dass Alla Savina, die Kostümbildnerin aus Moskau, die ihre Heimat verlassen hat, die hatte keine Notwendigkeit zu gehen. Es ist nicht so, dass ihr in Russland jetzt irgendwas gedroht hätte. Es stand auch nicht, sie hätte da einfach bleiben können. Ich meine, man darf in Russland gerade nicht gegen den Krieg demonstrieren. Man darf den Krieg in der Ukraine nicht mal Krieg nennen, weil dafür bis zu 15 Jahre Gefängnis steht. Aber sie hätte das einfach alles nicht machen können. Also sie hätte den Mund halten können und ihr komfortables Leben in Moskau weiterleben können und ihr wäre nichts passiert. Aber sie sagte eben, es ist für sie, sie konnte das einfach nicht, sie wollte das nicht. Und dann hat sie wirklich aus rein moralischen Gründen, muss man in dem Fall so sagen, ihr Heimatland verlassen. Und ich habe ein paar solche Menschen getroffen. Also zum Beispiel eine Frau, die auch in meinem Text auftaucht und die ich sehr beeindruckend fand,
ebenfalls beeindruckend fand, ist Olga Vastrasablina, heißt sie. Sie ist 31 Jahre alt und ist Therapeutin und sie ist mit ihren zwei Kindern aus Russland geflohen. Und auch da, die war keine Politikerin, keine Aktive. Also sie hat sich schon irgendwie für Politik interessiert und sie war ab und zu demonstrieren. Aber ihr hätte nichts gedroht, wenn sie in Russland geblieben wäre. Und sie hat aber gesagt, ich möchte das einfach nicht. Ich möchte nicht, dass meine Kinder in einem Land aufwachsen, in dem man nicht gegen Krieg sein darf oder für Frieden. Sie sagt, es war ja einfach unerträglich, dort zu bleiben. Und dann ist sie gegangen und nach Georgien geflohen, obwohl sie dort niemanden kennt, noch nie war. Also wirklich, ist eine rein ethisch-moralische Komponente. Und das trifft jetzt bestimmt nicht auf alle 30.000 Russen zu, die im Moment in Georgien sind. Es gibt garantiert auch welche, die sich einfach vor den Sanktionen verstecken und die es gibt bestimmt auch welche, die in Russland saßen ein paar Tage lang so aus, als würde da einfach mehr oder weniger Kriegsrecht ausgerufen werden und als könnten Männer bald in die Armee eingezogen werden. Also es gibt bestimmt auch die Exilanten, die einfach aus Komfortgründen Russland verlassen haben. Aber die habe ich nicht getroffen, sondern ich bin wirklich nur auf Leute getroffen, die sagen, ich kann aus mein Gewissen verbietet es mir, weiter in diesem Land zu sein. Das finde ich ziemlich bewundernswert, muss ich sagen. Und mein zweiter Gedanke, das passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, war, wie wenig Hoffnung auf Besserung muss man verspüren, um diesen endgültigen Schritt zu wagen. Auch vor dem Hintergrund, wenn ich das richtig gelesen habe bei dir, dass man im Grunde mit kaum Geld, mit den nötigsten Dingen nach Georgien ausreist, in dem Wissen, ich muss jetzt da ein neues Leben anfangen. Ja, also man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so, als wären den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, als wäre denen ihr Rückweg versperrt. Also Alasavina oder auch die Therapeutin mit ihren zwei Kindern, die könnten eigentlich schon jederzeit nach Russland zurück. Ne? Es ist nicht so, als würde ihnen jetzt der Pass weggenommen und ich weiß nicht, als droht ihnen irgendwas. Ne? Aber sie haben es eben nicht vor. Also was sie sagen ist, sie möchten in Georgien bleiben beziehungsweise hoffen irgendwie vielleicht auch mal, es irgendwie nach Europa zu schaffen. Aber grundsätzlich ist es schon auf jeden Fall eine Entscheidung, die sich für sie jetzt erstmal endgültig anfühlt. Und ja, genau, Olaf, du hast recht. Also sie kommen eben an mit sehr wenig Geld. Jetzt ein Beispiel, also die Kostümbilderin aus Moskau, die hat kurz bevor die Sanktionen gegriffen haben, ihr Konto leergeräumt. Alles, was da drauf war, das sind 1.800 Euro, die sie noch abheben konnte. Und das ist jetzt das Geld, von dem sie erstmal in Georgien leben muss. Und sie hat auch keinen Zugriff mehr auf ihr Konto in Russland. Also man kann im Moment aus Russland nach Georgien kein Geld überweisen oder Geld abheben wegen der Sanktionen. Das heißt, ihr Bargeld ist alles, was sie besitzt. Die westlichen Sanktionen treffen nicht nur Russland. Viele Georgier erhielten bisher Geld von ihren Angehörigen, die in Russland arbeiten. Jetzt wurden Überweisungen aus Russland zum Problem. Überweisungen aus dem Ausland machen 13% des georgischen Bruttoinlandprodukts aus und die meisten Überweisungen kamen aus Russland. An zweiter und dritter Stelle waren Italien und die USA. Viele Georgier haben Angst, dass es ihnen so ergehen könnte wie der Ukraine, denn russische Soldaten sind bereits seit 2008 in Abchasien und Südossetien stationiert. Und sie muss sich jetzt natürlich erstmal einen Job suchen und gucken, wie überlebe ich in diesem Land, weil man mit 1.800 Euro, Georgien ist jetzt günstiger als Deutschland, aber man kommt damit auch nicht sehr weit. Und entsprechend sind eben sehr viele Russinnen und Russen jetzt erstmal auf der Suche nach Arbeit. Also da gibt es auch die absurdesten Modelle. Ich habe auch von Leuten gehört, die versuchen, ihr Geld aus Russland irgendwie in Kryptowährungen jetzt nach Georgien zu überweisen. Die Versuche gibt es schon auch. Aber ganz viele sagen, ich stehe jetzt hier, ich fange jetzt hier einmal bei Null an und muss jetzt erstmal gucken, wie ich klarkomme. Wenn wir nochmal kurz bei der Möglichkeit der Rückkehr bleiben, beziehungsweise bei der Entscheidung, jetzt das Heimatland zu verlassen und sein Glück in einem anderen Land in Georgien zu versuchen. Du hast gerade schon angesprochen, dass es natürlich auch in Russland, vielleicht sogar in den Familien dieser Menschen, eine andere Haltung gibt. Das stelle ich mir übrigens auch sehr schwierig vor, dass man nicht nur das Land verlässt, sondern verlässt Freunde, Verwandte und hat dann vielleicht sogar die Problematik am Hals, dass man sich mit ihnen auseinandersetzen muss, wenn man eine andere Haltung hat. Ja, also ehrlicherweise, bei meinen Gesprächspartnern war es jetzt immer so, dass zumindest die Familien und die ganz engen Freunde ähnliche politische Ansichten vertraten. Also mir ist jetzt niemand begegnet, der jetzt Russland verlassen hat und dessen oder deren Mutter aber irgendwie Putin
Fanatikerin ist. So, das gab's nicht. In einem Fall war es so, ich habe mit einer Frau gesprochen, ich nenne sie jetzt hier Anna, die taucht im Text nur ganz am Rande auf, weil sie anonym bleiben wollte, aber die erzählte mir, dass sie eben viele Freunde auch noch in Moskau hat, die diesen Krieg auch scheiße finden und die Putin auch nicht gut finden, aber die eben trotzdem bleiben, weil sie einfach wahnsinnig viel zu verlieren haben. Ne? Also die Leute haben ja Jobs, die haben Wohnungen, teilweise auch Kinder und nicht jeder ist bereit, die jetzt einfach in ein anderes Land zu verfrachten. Und da gibt es dann oft, ich will nicht sagen eine Spannung, aber man übt natürlich schon noch irgendwie so moralisch Druck auf andere Leute, wenn man quasi das Land verlässt und dann die Menschen zurückbleiben mit dem Gefühl, da hat sich jetzt irgendwie jemand in Anführungszeichen richtig verhalten und ich bin immer noch hier und unterstütze diesen Krieg und ich glaube, unterstütze diesen Krieg einfach nur mit meiner Anwesenheit. Und ich glaube, da gibt es schon auch viele Spannungen und also genau, wie sehr muss man jetzt eigentlich auch auswandern, wenn man gegen diesen Krieg ist? Und da gibt es eben Menschen, die schon auch sagen, ich bin nicht bereit, dieses Opfer zu treffen. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie ich mich entscheiden würde mit Wohnung und Job und so weiter. Ja, so ich finde es auch total schwer vorstellbar, weil natürlich, es gibt ja viele Diskussionen darüber, ist es jetzt Putins Krieg oder ist es der Krieg der Russen und wie viel kriegen die Russen jetzt eigentlich mit von dem, was wirklich ihre Armee da anrichtet und inwiefern macht man sich mitschuldig, inwiefern macht man sich überhaupt mitschuldig, wenn man im Moment Bürger dieses Landes ist, grob gesagt, aber auch wie sehr müsste man eigentlich im Rahmen seiner Möglichkeiten protestieren? Und ich habe auch Russen getroffen, die ausgewandert sind und die schon auch so ein bisschen runtergucken auf diejenigen, die noch im Land sind und halt weiter ihr komfortables Leben leben, obwohl sie diesen Krieg eigentlich genauso ablehnen. Da gibt es, glaube ich, auch viel so moralisch-ethische Spannungen. Am Tag vor unserer Talkaufnahme sprach ich mit einem Kollegen über Georgien, der im Spiegelhaus 03 Türen weiterarbeitet. Bis zu meinem Gespräch mit Alexandra war es übrigens der einzige Mensch, der mir schon von Reisen dorthin erzählt hatte. In unserer Unterhaltung merkte er an, dass es fast so wirke, als hätten Putin und Russland in Georgien bzw. Abchasien und Südossetien schon für den Donbass mit den separatistischen Gebieten Donetsk und Luhansk geübt. Tatsächlich zählt auch Georgien als ehemalige Unionsrepublik der UdSSR für das heutige Russland zu seiner Definition des nahen Auslandes, auf dessen Gebiet Russland für sich in Anspruch nimmt, Sicherheitsinteressen zu verfolgen. In vielen Fällen läuft das darauf hinaus, dass Russland daran interessiert ist, auf diesen Gebieten militärische Stützpunkte zu betreiben. Der Kaukasuskrieg 2008 begann tatsächlich ähnlich wie der aktuelle Krieg in der Ukraine. Im März jenes Jahres erkannte die Duma, das russische Parlament, Abchasien und Südossetien als unabhängige Staaten an. Die EU betonte sofort die territoriale Integrität Georgiens. Kurze Zeit später begannen russische Militärmanöver an den nördlichen Außengrenzen des Landes. Kämpfe zwischen georgischem Militär und separatistischen Kräften in Südossetien wurden häufiger. Russlands damaliger Präsident Medvedev drohte mit Vergeltung. Und schließlich rückten russische Verbände ein und stoppten die georgische Offensive im Separatistengebiet, während die alarmierte Schwarzmeerflotte die Küste von Abchasien sicherte. Inzwischen sprechen viele Analytiker dieses Konfliktes von einer gezielten Eskalationsstrategie Russlands, um den Krieg anzufachen und schließlich ein russisches Eingreifen zu rechtfertigen. Am vergangenen Donnerstag äußerte sich Professor Georgi Gebrunice von der Europäischen Universität in Tiflis ganz ähnlich auf Euronews. Das georgische Volk und der georgische Staat, vielleicht nicht auf politischer oder diplomatischer Ebene, aber es ist eine Art Initiative im Namen der georgischen Bürger. Wir sind eine Nation, die 2008 unter der russischen Aggression zu leiden hatte, die von Russland überfallen wurde. Was jetzt in der Ukraine geschieht, ist eine Fortsetzung der 2008 in Georgien begonnenen Politik, also ein anderer Teil desselben Krieges. Wenn mir das Gedankenspiel mit den Russinnen und Russen, die in Georgien ein Exil suchen, weitertreiben und mit der Familie, kannst du was darüber sagen, wie sehr sie sich gefährdet fühlen? Also wie gesagt, Gedankenspiel, verfolgt oder beobachtet vom russischen Apparat? Und wie ist das mit den Leuten, die sie zu Hause zurückgelassen haben, Freunde und Verwandte? Ja, also interessanterweise geht die in Anführungsstrichen Gefahr, ich würde jetzt das Wort, glaube ich, das ist mir ein bisschen zu stark, aber
die Schwierigkeiten gehen gar nicht so sehr jetzt vom russischen Apparat aus, sondern daher, dass Georgien und Russland auch eine sehr schwierige Geschichte haben. Also Georgien war wie auch die Ukraine mal Teil der Sowjetunion und ist auch wie die Ukraine irgendwann unabhängig geworden. Und genau wie die Ukraine hat auch Georgien seit vielen Jahren, ich nenne es jetzt ein bisschen lapidar, Grenzkonflikte, aber da gibt es Kämpfe um Gebiet. Und 2008 hat Georgien mit Russland Krieg geführt, tatsächlich auch. Und insofern stehen die Georgier der Regierung von Putin oder überhaupt Russland sehr, sehr kritisch gegenüber. Also man sieht auch in Tiflis überall Ukraine-Flaggen, wirklich. Also ich habe sowas noch nie gesehen, an jedem Haus gefühlt hängt eine. Das heißt, die Georgier solidarisieren sich ganz klar mit der Ukraine. Und gleichzeitig ist aber die georgische Regierung eher pro-russisch, um es mal milde zu formulieren, die aktuelle zumindest. Und Russen können auch visafrei nach Georgien einreisen. Das heißt, für viele Russen ist es sehr leicht, im Moment nach Georgien zu kommen. Die Georgier wollen sie da aber eigentlich gar nicht so richtig haben, weil sie sich eben dafür fürchten, dass da auch Leute darunter sind, die eigentlich Putin gut finden. Oder weil, naja, überhaupt, wenn man so eine sehr negative Sicht auf Russland hat, zumindest in der Bevölkerung. Und entsprechend berichten mir eben manche Russinnen und Russen, die jetzt quasi da ins Exil gegangen sind, dass sie es in dem Land einfach gar nicht so leicht haben, wenn man sie da nicht haben möchte. Also es gibt jetzt keine großen Hilfsprogramme, um Russen zu unterstützen, die ihre Heimat verlassen haben. Ich habe Berichte gehört von Menschen, die gesagt haben, sie wurden, also eine Frau, Anna, eben hat erzählt, sie wurde in einem Laden mal nicht bedient, weil sie gesagt hat, dass sie Russin ist. Und deshalb gibt es einfach viel Spannung so mit der einheimischen Bevölkerung. Das ist, glaube ich, das, was den Menschen gerade viel mehr Sorge macht, als ob der russische Geheimdienst ihnen irgendwas tut. Der russische Geheimdienst, glaube ich, im Moment auch sehr mit sich selbst beschäftigt. Ja, die haben wahrscheinlich andere Hauptaufgaben momentan. Das ist ja wohl richtig. Aber was eben auch, ein Satz noch, entschuldige. Bitte, alles gut. Es hat jetzt niemand so direkt ausgesprochen, aber ich könnte es mir vorstellen, dass sich einige eben schon auch Sorgen machen, was passieren könnte, wenn sie zurückkehren. Also Wladimir Putin hat einmal in der Rede relativ am Anfang dieses Krieges gesagt, alle Russen, die jetzt im Moment auswandern, sind Abschaum und Verräter. Und was diesem Abschaum und Verrätern in Anführungsstrichen jetzt droht, wenn sie irgendwann doch zurück nach Russland gehen, das weiß man einfach nicht. Kann natürlich sein, dass nichts passiert und dass Russland irgendwie andere Sorgen hat, als Menschen zu verfolgen, die ein paar Monate im Exil waren. Kann aber schon auch sein, dass es sich irgendwie negativ auswirkt. Es ist gerade nicht so richtig absehbar. Das ist diese Rede mit der fünften Kolonne im Ausland gewesen. Genau. Kann man denn, ich glaube, das muss man dazu dann denken, kannst du sagen, wie viele... Ich meine, gut, du hast natürlich nicht mit allen gesprochen, aber kann man ungefähr abschätzen, wie viele Fliehende aus Russland denn überhaupt in Georgien bleiben wollen oder das nur als Zwischenstation nutzen, weil man da eben noch gut hinreisen kann aus Russland? Ich kann es dir leider überhaupt nicht sagen. Also es gibt so Zahlen, dass zwischen Ende Februar, als der Krieg begonnen hat, und Ende März ungefähr, also etwas mehr als 30.000 nach Georgien eingereist sind. Angeblich ist mehr als die Hälfte davon nicht mehr dort. Also man kann es halt auch nicht so richtig sagen, weil es eigentlich, also es wird irgendwie nicht konkret erfasst und es wird natürlich auch nicht erfasst, wo sind die Menschen, die nicht mehr in Georgien sind, hingegangen. Also sind vielleicht einige von denen nach Armenien gegangen, wo man auch visafrei einreisen kann. Haben einige vielleicht versucht, es nach Europa zu schaffen? Oder sind die alle wieder in Russland? Marc, ich kann es nicht abschätzen. Was ich sagen kann, ist, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, und ich habe die jetzt nicht bewusst danach ausgewählt. Und natürlich ist es eine sehr kleine Stichprobe. Aber die Leute, mit denen ich gesprochen habe, von denen zieht keiner auch nur in Erwägung, nach Russland zurückzukehren. Es ist völlig aussichtslos im Moment. Oder es, für die ist das keine Option. Also das kann ich persönlich erst recht, nachdem ich da einen Bericht gelesen habe, total verstehen. Denn was mich überrascht hat, überrascht ist viel zu wenig, was mich total entsetzt hat, war, dass deine Protagonistin Olga Vostrasoblina, irgendwann lerne ich es, erzählt hat, dass sie fürchtete, in Moskau von der Polizei auf der Straße angehalten zu werden und dann gezwungen zu werden, ihr Handy zu entsperren, damit die Polizei kontrollieren kann, ob sie kriegskritische, putinkritische Inhalte da drauf hat. Das finde ich so unglaublich. Das sind
Methoden, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also ehrlicherweise, ich fand das auch total schockierend und habe ich nachgelesen und gesehen, dass das die Polizei per Gesetz wohl schon länger darf. Also das gibt es jetzt nicht erst seit dem Krieg, sondern die Polizei darf einfach ohne Durchsuchungsbefehl deine Geräte kontrollieren. Das ist keine Neuentwicklung. Aber genau, es gab eben in letzter Zeit Berichte von Menschen, die auf der Straße angehalten wurden und die gebeten wurden, ihr Handy zu entsperren, ihre sozialen Profile zu zeigen, damit Beamte einfach wahllos kontrollieren können, ist diese Person gegen den Krieg, hat die sich irgendwie geäußert. Und das ist natürlich total gruselig. Also Olga erzählte, wie du es gerade schon geschildert hast, erzählte, dass sie sich einfach Sorgen machte, kann ich jetzt morgens eigentlich mein Handy noch mit zur Arbeit nehmen? Brauche ich vielleicht ein Zweithandy, das in Anführungsstrichen sicher ist oder das irgendwie leer ist? Und sie sagte eben, sie hatte so Vorkehrungen getroffen und das ist auch, das muss man sich erstmal vorstellen. Also Olga hat 2 kleine Töchter, 7 und 9 Jahre alt und erzieht die auch alleine. Und sie sagt, oder beziehungsweise sie hat ihren Töchtern eine Notfallnummer gegeben, die von Freunden, die sie anrufen sollen, falls ihre Mutter abends nicht nach Hause kommt. Und irgendwie die Töchter, also da hat irgendeine andere Familie einen Schlüssel für den Notfall, falls Olga tagsüber auf dem Weg zur Arbeit verhaftet wird. Und damit die Kinder quasi, sie hat die Kinder denen einmal erklärt, kann sein, dass Mama abends nicht nach Hause kommt und dann tut ihr bitte dieses und jenes. Und nochmal, das ist keine Dissidentin, das ist jetzt niemand, der sich politisch sein halbes Leben lang engagiert hat und quasi eigentlich irgendwie immer im Radar oder im Visier der Behörden war, sondern das ist jemand, der halt politisch ist, aber eigentlich, also es ist halt, keine Aktivistin oder ähnliches. Es ist halt eine junge Mutter, so, genau. Und auch sie sagt, und das ist, man weiß natürlich nicht, wie übertrieben diese Angst ist, ne? Aber sie sagte, sie hatte irgendwann wirklich Sorge. Was mache ich eigentlich, wenn ich abends nicht nach Hause komme? Wer kümmert sich dann um meine Kinder? Wow, wie gruselig. Wenn wir bei den Protagonistinnen aus deiner Geschichte bleiben, du beschreibst das Alla Savina, richtig? Alla Savina, genau. Entschuldigung. In Tiflis ankommt und in ihrem Gepäck, wie du geschrieben hast, nur Dinge hat, an denen ihr Herz hing, nicht was sinnvoll war. Übrigens eine sehr schöne Formulierung, finde ich. Ist vielleicht ein bisschen blöd, das jetzt so zu vergleichen, aber du hast in der Ukraine ja auch Menschen kennengelernt, die aus dem Krieg flüchten. Du hast gerade schon gesagt, das sind jetzt die Russinnen und Russen, die du in Tiflis getroffen hast, sind keine Kriegsflüchtlinge. Aber ist vielleicht eine komische Frage, aber wenn man jetzt mal die grundsätzlich unterschiedlichen Motivationen beiseite lässt, fand ich das schon eine ziemliche Ähnlichkeit zu Menschen, die einfach flüchten, weil auf ihre Stadt Bomben fallen. Einfach alles zusammenraffen, was ihnen wichtig ist. Ja, ich weiß, was du meinst, Olaf. Ich würde trotzdem in dem Fall widersprechen. Also zum einen, ich finde es wirklich wichtig, nicht die Russen, die fliehen, mit den Ukrainern, die fliehen, zu vergleichen. Weil die einen fliehen eben aus moralischen Gründen, aber wenn sie da bleiben, ist ihr Leben in den meisten Fällen nicht bedroht, während die Ukrainer haben also einfach keine Wahl. Das ist nicht so, als würden die gerne gehen oder als wäre das jetzt irgendwie, könnten sie das irgendwie abwägen, sondern da die bezahlen ihr Bleiben im Zweifelsfall mit dem Tod. Und auch, also jetzt abgesehen von der Komponente, es ist schon auch nochmal ein Unterschied, weil die Russinnen, vor allen Dingen, mit denen ich gesprochen habe, die haben natürlich einigermaßen hektisch gepackt und haben dann Sachen mitgenommen, die ihnen am Herzen liegen. Also zum Beispiel eine meiner Protagonistinnen, die hat Schwimmflossen mitgenommen, weil sie Tauchlehrerin ist und gerne taucht in ihrer Freizeit. So, das hat sie dann in ihren Koffer gepackt. Aber sie hatte halt auch die Zeit, sich zumindest mal zu überlegen, was wäre mir denn eigentlich wichtig? Was möchte ich eigentlich retten? Und sie hat dann schon irgendwie einmal abgewogen. Oder auch Olga, die Mutter mit ihren 2 Kindern, die hatte zumindest Zeit, irgendwie einmal Bücher in Sicherheit zu bringen und zu Freunden zu geben. Oder hat sich überlegt, dieses Kuscheltier ist vielleicht jetzt zu klein für den Koffer, aber das gebe ich jetzt auch irgendwie zu Bekannten, die mir das eventuell dann nachschicken können. Das sind alles Möglichkeiten, die Ukrainer nicht haben. Die haben einfach nicht den halben Tag, um sich zu überlegen, was mache ich denn jetzt mit meinem, ich weiß nicht, Lieblingspullover. Sondern das passiert ja teilweise einfach, also ich weiß noch am ersten Kriegstag, als ich in Kiew war, da haben Leute einfach wahllos Dinge in ihr Auto gestopft. Die hatten keine Zeit, sich zu überlegen, wo hängt jetzt mein Herz dran. Insofern, die Russen haben es einfach, also die Situation ist nicht vergleichbar, das möchte ich einmal noch betonen. Und das ist auch was, was sie selber immer betonen. Also niemand vergleicht sich da mit den Ukrainern, das würden die gar nicht in den Mund nehmen. Hat dich irgendwas überrascht? Also was mich nicht überrascht hat, ist jetzt, glaube ich, der falsche Ausdruck, aber was ich auch nochmal so irgendwie beeindruckend auf eine Art und Weise fand, ich bin davon ausgegangen oder ich
hatte mir überlegt, naja, wahrscheinlich werden die Russen, mit denen ich da in Georgien spreche, die werden halt zurück nach Russland gehen, sobald der Krieg vorbei ist. Also wahrscheinlich ist das irgendeine Art von Protest gegen diese Invasion in der Ukraine. Aber wenn die endet, werden die eben wieder zurückgehen. Und so ist das nicht. Also alle meine Protagonisten haben gesagt, wir sind absolut gegen diesen Krieg, aber wenn der Krieg aufhört, gehen wir trotzdem nicht nach Hause zurück. Also das ist uns einfach nicht genug. Und das war schon was, was mich auch in seiner Klarheit nochmal überrascht hat, würde ich sagen. Dass da eben in deren Augen einfach viel mehr passieren muss, als nur, in Anführungsstrichen, nur, dass der Krieg aufhört. Liegt natürlich die Frage nahe, ob sie das anders sehen würden, wenn es tatsächlich einen Regierungswechsel oder fast schon, man muss ja fast schon sagen, Systemwechsel geben. Genau, also sie sagen, die einzige Möglichkeit für uns zurückzukehren oder das Einzige, was quasi uns den Weg nach Russland wieder eröffnen würde, so innerlich, ist, wenn Putin gehen würde. Eine sagte wirklich wörtlich, wenn er sterben würde. Was auch so ein bisschen harsch ist. Nur muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist einfach nicht so groß. Also es kann sein, dass der Krieg endet, aber dass das Regime Putin fällt, das zeichnet sich ja in keinster Weise ab, muss man ehrlicherweise sagen. Insofern ist die Migration, die sie da gewählt haben, vermutlich eine für sehr lange Zeit. Hast du noch Kontakt mit Alla und Olga? Ja, also ich habe tatsächlich mit Alla habe ich jetzt einmal gesprochen, sogar im Zuge der letzten Feinheiten für den Artikel. Und sie erzählte mir, sie überlegt jetzt gerade, Tiflis eventuell zu verlassen und nach Batumi ans Meer zu ziehen. Georgien hat auch nicht nur Berge, sondern auch einen Meerzugang, weil ein Freund von ihr da eventuell eine Bar eröffnet und sie da arbeiten könnte. Das war so der allerletzte Stand. Also auch in ihrem Leben ist alles noch sehr unsicher. Und Olga, die Mutter der zwei Kinder, mit der hatte ich nicht gesprochen, sondern nur ganz kurz geschrieben. Aber sie hat mir in einem Satz, sie erzählte mir eben, als ich sie traf, dass sie noch nicht ganz sicher ist, wie lange sie in Georgien bleiben möchte, weil sie eben völlig fremd ist als Land, weil sie auch so ein bisschen die Feindseligkeit spürt und dass sie eigentlich sich eher ein Leben irgendwo in Europa vorstellen könnte. Und sie schrieb mir jetzt gestern oder vorgestern so in einem Satz, dass sich dieser Wunsch verfestigt hätte. Ich habe ehrlicherweise nicht nachgefragt, aber in beiden Fällen muss man eben sagen, dass es jetzt nicht so ist, die sind in Georgien angekommen und ihr Leben ist jetzt da fix, sondern die überlegen offensichtlich immer noch jeden Tag, wie geht's weiter und was wird aus ihnen. Angesichts solcher Geschichten, wie sie Alexandra gerade erzählt hat, finde ich es zunehmend schwierig zu beurteilen, ob man nun von Putins Krieg, dem Krieg des Kremls oder von Russlands Krieg gegen die Ukraine sprechen sollte. Denn ohne eindeutige und eingehende Differenzierung lässt sich das nicht sauber darlegen. Ich kann aber ganz eindeutig, zumindest für mich, sagen, dass ich immer weniger Verständnis für ein Land, nein, korrekterweise eine Regierung aufbringen kann, die sich so massiv, so lange schon und immer wieder in die ureigenen Angelegenheiten seiner Nachbarstaaten einmischt, seinen Einflussbereich ausdehnt und ihn militärisch sichert. Und als Rechtfertigung dafür so häufig zum einen angibt, für Sicherheit und Frieden zu sorgen und zum anderen immer wieder behauptet, selbst von außen bedroht zu werden. Georgien, Armenien, Moldau, die Ukraine und Belarus sind damit übrigens nicht gemeint. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel über Putins und Russlands Krieg gegen die Ukraine. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meiner Kollegin Alexandra Roykow für ihren Bericht aus Tiflis und über die Situation der Russinnen und Russen, die sich nach Georgien ins Exil flüchten. Mein Dank gilt auch unserem Audio-Engineer Luca Ziemek, Postproduktion dieser Folge übernommen hat und natürlich allen Wesen, die uns zugehört haben, für ihr Interesse an dieser Episode. Wenn Sie Anmerkungen, Anregungen oder sachdienliche Hinweise zu diesem oder anderen Themen von 8 Milliarden haben, dann freuen wir uns über Zuschriften, und zwar auf unsere E-Mail-Adresse oder WhatsApp-Nummer. Beide Kontaktmöglichkeiten finden Sie wie immer in den Shownotes, also den Beschreibungen dieser Folge. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns übermorgen am Mittwoch wieder hören. Dann berichtet mein Kollege Jan Petter über die aktuelle Situation in den baltischen Staaten. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.